Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Createverse. Mein Name ist Players Club Member. Und das, was ich heute sage, ist erst einmal ein herzliches Dankeschön, dass so viele Leute Createverse bei mir angeschaut haben. Und ich muss auch sagen, ich habe nie gedacht, dass ich 140 Folgen zusammen bekomme oder dass ich 140 Folgen Createverse mache. Das habe ich nie gedacht. Deswegen fällt es mir auch jetzt schwer, was ich jetzt eigentlich zu sagen habe. Weil ich habe eigentlich jetzt zu sagen, dass ich dieses Let's Play Createverse erst einmal beenden werde nach 140 Folgen. Weil bei mir die Motivation irgendwie ein bisschen fehlt bei Createverse. Keine Ahnung wieso eigentlich, weil okay, das Spiel hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und so. Das auf jeden Fall. Ich habe sehr viel gebaut in dem Spiel. Ich habe sehr viel Steine verwendet und so weiter. Aber das Problem irgendwie war, dass nichts Neues mehr dazu gekommen ist. Also jetzt nicht neue Steine oder so. Irgendwie fehlt mir da so gewisse Sachen noch irgendwie. Und deswegen, ja, will ich mich auf jeden Fall dafür bedanken, für die ganzen Leute, die Kommentare geschrieben haben unter Createverse, die positiv die Videos bewertet haben oder auch negativ. Für die ganzen Zuschauer halt, Createverse ist auf jeden Fall einer der größten, wie soll ich sagen, der größten Let's Play-Reihe bei mir auf meinem Kanal geworden. 140 Videos insgesamt, das ist natürlich eine richtig große Menge. Und ich habe echt nie gedacht, dass es so weit kommt. Ja. Und dafür auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön. Wie gesagt, Createverse ist ein gutes Spiel. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Am Anfang vielleicht ein bisschen mehr, weil da mehr neue Sachen waren. Wie zum Beispiel neue Steine und so weiter, die man gefarmt hat und so weiter. Und eigentlich habe ich alles schon fast ausprobiert. Ich war in jeder Ebene. Ich habe sehr viel rumexperimentiert. Wenn man zum Beispiel Hogwarts gesehen hat, habe ich ja sehr viel gebaut. In anderem Stil und so weiter. Auf dem Community-Server vom Joker damals habe ich auch sehr viel gemacht. Oder allgemein die Leute haben sehr viel gemacht. Und ja, irgendwie ist es zurzeit so, dass ich irgendwie, wie soll ich sagen, diesen Hype zu Createverse, dieses Bauen auf Createverse irgendwie nicht mehr verspüre. Ich habe irgendwie so ein bisschen die Lust verloren, Createverse zu spielen. Und für mich war das dann einfach so, dass ich dann gesagt habe, ja, bevor ich jetzt irgendwie was hier hinklatsche oder baue oder einfach hier nur auf dumm baue oder so, keinen Plan habe oder so oder mir nichts einfällt, einfach nur bauen, um irgendwie Videos rauszubringen, fand ich das auch nicht korrekt. Also ich fand es nicht korrekt zu meinen Zuschauern gegenüber, weil bei mir ist halt so, wenn ich Lust habe auf ein Game, dann spiele ich die Games, ja. Da muss bei mir Leidenschaft dabei sein, da muss bei mir Lust dabei sein und nicht einfach so auf Teufel komm raus, ah, du musst die Videos rausbringen und so weiter, du musst das Spiel spielen. Ja, du bist verpflichtet dazu und was weiß ich, um mich dazu zu zwingen, Createverse zu spielen. Und das wollte ich einfach nicht. Weil wenn, dann will ich das mit Leidenschaft, mit Herz spielen. Und einfach, ja, einfach aus Lust und Laune, und das ist mir halt wichtig. Und das ist leider momentan nicht gegeben. Weil mir macht das Game irgendwie momentan nicht mehr auf jeden Fall so viel Spaß, wie ich gehabt habe. So an der Anfangszeit und so. Ja, deswegen, wie gesagt, wird es heute mal erstmal die letzte Folge werden von Createverse. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für alle Leute, die Kommentare geschrieben haben, das Video bewertet haben, Feedback gegeben haben. Wirklich ein großes Dankeschön dafür. Und 140 Folgen sagen mir ja aus, dass es wirklich ein erfolgreiches Let's Play war. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich jetzt schon zweimal, dreimal bedankt. Tut mir leid auf jeden Fall, aber es muss einfach so sein. Und wie gesagt, ich werde mir jeden Patch von Createverse mal angucken, der auf jeden Fall rauskommt. Ich hoffe,
ich hoffe wirklich, dass das Spiel irgendwann mal eine weitere Entwicklung macht und es neue Sachen gibt, neue Farben, neue Blöcke und wie auch immer, dass man Blöcke zum Beispiel einfärben kann und so weiter. Und ich denke mal, dann wird der Spaß irgendwann mal wieder kommen, denke ich mal. Ich hoffe es einfach mal. Und deswegen, wie gesagt, ich kann nicht sagen, ob es ein Comeback geben wird bei Creativerse. Aber wenn dann vielleicht mehr Möglichkeiten da sind oder wenn jetzt mehrere Patches gekommen sind, wo es vielleicht noch andere Sachen gibt zu entdecken, was Neues zu finden, ja, dann könnte es sein, dass ich wieder am Start bin. Aber wie gesagt, ich will nichts versprechen. Auf jeden Fall wird es heute, wie gesagt, die letzte Folge werden. Erste Mal. Und ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Zurzeit, wie gesagt, mache ich ja noch andere Let's Plays, die mir natürlich sehr gut gefallen. Zurzeit hat es halt Minecraft Live in the Woods mir sehr angetan, muss ich sagen. Da zocke ich echt zurzeit einen Haufen, weil ich habe nie gedacht, dass Minecraft mir so viel Spaß machen kann. Mit so vielen Mods und so weiter, so vielen Möglichkeiten, was es eigentlich gibt. Habe ich nie gedacht, aber irgendwie hat es mich doch in den Bann gezogen. Und ja, wenn ihr wollt, dann könnt ihr natürlich da mal vorbeischauen. Wie gesagt. Und ja, dann würde ich sagen, falls ihr irgendwelche Fragen habt, falls ihr irgendwas wissen wollt, schreibt es doch einfach in die Kommentare rein. Ich beantworte auf jeden Fall jede Frage. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Players Club Member, Baby, und ciao.